Oi, da was geht ab, Leute? Team Mobbeltier. Heute mit einer neuen Folge Tech Talk. Servus, Jungs. Für die heutige Folge Tech Talk haben wir Exceed Universe. Die Karte ist schon mal hier und da ein bisschen gesehen worden. Ich beleuchte jetzt mal heute ab Januar werden die neuen Karten rauskommen. Und zwar sind so ein, zwei Tricks, die man damit machen könnte. Das erste ist zum Beispiel, sagen wir, man spielt irgendein Deck mit Vierer Exceeds. Pepe beispielsweise. Okay, da muss ich wissen, erste Runde hast du gewonnen oder verloren. Also wie gewonnen, sind jetzt die beiden Monster als Beispiele da? Okay, dann hast du. Man könnte zum Beispiel in dem Fall, hat man beide auf dem Feld, könnte man Exceed Universe machen, beide eigenen weglegen und eine von den beiden rauszubringen. Zum Beispiel Felbrand oder Kaliuga. Felbrand ist zum Beispiel momentan wieder gut, weil ich finde Effect Negator gerade nicht schlecht sind, zum Beispiel mit Joker, Joker zu negaten oder sonstiges, zum Beispiel auch den gegnerischen Feral Imp zu negaten. Einmal der nicht schlecht, Kaliuga auch nicht schlecht, um den rauszulegen, 3-5 ist an sich von der Angriffskraft schon stark und der Effekt auch noch, dass man detachen kann, um alle Gegner zu Spell oder Traps zu zerstören. Wenn der Gegner zum Beispiel ab Januar Scolding ist mit dabei, nicht Scolding, Notice ist mit da oder Scales zu schießen, eine Gegnerstunde ist auch nicht schlecht. Also das sind jetzt die beiden besseren Optionen, was man mit den nur Vierern machen kann. Entweder man nimmt beide eigenen oder das Feld ist so, wir haben den, der Gegner hat den Ding, wenn er zum OTK auspacken will. Dann gibt es dann in der Battle Phase Exceed Universe, nimmt den eigenen und einen gegnerischen, legt einfach den raus. Am besten wäre es natürlich noch, wenn man einfach nur zwei gegnerische nimmt und dann was rauszulegen. Interruptet den gegnerischen Turn noch besser. Nächste Möglichkeit, wo es meiner Meinung nach wert ist, ab Januar Main zu spielen, ist in Burning Abyss. Zwar folgende Situation, sagen wir, man kann beginnen mit Doppeldante und hat Exceed Universe. Was da interessant ist, und zwar Universe auf die beiden eigenen Dante, das ist jetzt gerade unsere Proxy für Cyberdrain Infinity. Legt man zwei Dante weg, legt Infinity raus, um irgendeine Karte vom Gegner zu negaten. Das ist schon mal nicht schlecht. Sollte man nur einen Dante haben und der Gegner spielt wieder beispielsweise Pepe, wir fangen an, der Gegner möchte seine Kombos beginnen, startet meistens über Feral Limbs. Exceed Universe auf die beiden, um dann zum Beispiel Gaia Charger rauszulegen oder Red Eyes. Red Eyes in dem Fall gut, alle seine Kombos starten über Feral Imp. Wenn der weg ist, ohne dass er eine Factory säugen konnte, hat er Probleme, um direkt erstmal drüber zu kommen. Und selbst wenn, halt der ihm Damage aus. Was da noch der Vorteil ist bei dem, wenn man das Ganze ja spielt für Infinity, wir haben Exceed Universe gemacht mit Infinity, das ist das Material. Infinity macht seinen Effekt, um zu negaten. Dann der Gegner kann nicht viel machen. Dann hat man zusätzlich noch die Option, dass man in der eigenen Runde ein Gaia Charger drüberlegen kann, um eben Damage zu pushen oder um über stärkere Monster drüber zu kommen. Das ist in dem Fall noch die Möglichkeit. Also da Exceed Universe auf Doppeldante, auf einen Dante und irgendwie Vierer vom Gegner bieten sich die beiden an. Einmal den spielen und den eventuell. Oder eben den. Da muss man schauen, wie man sich den Platz schaffen kann und wie sich das Meta entwickelt, aber einfach nur die Option, um eben über Doppeldante auf Infinity kommen zu können, den BA sonst überhaupt nicht spielen kann ohne Ptolemäus, finde ich, ist es auf jeden Fall wert, die im BA anzutesten, sogar im Main schon. Alles andere ist im Side eine Option, je nachdem, wenn man eben Vierer-Deck spielt, um auf die Achter zu kommen. Wo die beiden, man kann natürlich mehr spielen, aber die beiden bieten sich am besten an und im BA eben sind das hier die Optionen, wovon ich die beiden jetzt als die stärkeren finden würde. Den auf jeden Fall, einfach nur um die Option zu haben. Klar kann man im BA dann natürlich die Achter auch noch spielen. Da ist es dann aber nur der Fall, wenn der Gegner zwei Vierer Exceeds hat, um die wegzulegen. Es gibt natürlich noch mehr, das heißt nicht, dass man nur die spielen muss. Pleiades, Durendal, Volkasaurus. Es gibt noch verschiedene Siebener, wie Dracosark. Bei den Achtern gibt es auch noch mehr, zum Beispiel die Coach Soldier Exceeds. Muss man einfach testen, was einem gefällt. Big Eye, wie es der Tati gerade schon gesagt hat, geht nicht, denn Exceed Universe beschränkt uns darauf, dass man keine Nummermonster beschwören kann. Tech Talk für diese Woche. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bleibt weiter an dem Format dran.
und hinterlasst einfach eure Kommentare, sagt, was ihr davon haltet. Hey Jungs, servus. Ich hoffe, unser Video hat euch gefallen. Wenn ja, schaut euch die anderen Videos an. Ansonsten liken, subscriben, kommentieren, checkt unsere Sponsoren ab, unsere Beschreibung, checkt unsere Facebook-Seite ab. Und nicht vergessen, leidet nicht.